Guten Abend. Also, wo ist es denn jetzt? Da ist Howeizen. Das ist ja Howeizen. Okay, dann, das funktioniert dann schon mal. Das brauchen wir ja jetzt noch nicht zwingend. So, mal kurz hier. Schauen, ob irgendwas in die Knie geht. Sieht aber nicht so aus. Ich muss hier auch gleich mal neu laden. Ja, da war kurz ein Ruckler. Schon wieder vergessen. So, alles klar. Strommodus ist aktiviert. Alles klar. Judy, dann aktualisieren wir mal. Alles klärchen, das sieht halbwegs vernünftig aus. Dann warten wir jetzt einfach noch ein paar Minütchen bis 19 Uhr. Für den Fall, dass jemand zum Quatschen einfach nur reinschauen möchte. Bin ich darauf vorbereitet? Wenn nicht, dann geht's gleich halt einfach los. Nase juckt. Ach ja, ich sag's euch. Bitte, bitte. Ganz persönliche Bitte von mir an alle, die das sehen. Geht nicht Hamsterkäufe machen. Es macht die Situation nur schlimmer, wenn man Hamsterkäufe macht. Es ist wirklich, wirklich anstrengend im Moment, einkaufen zu gehen. Ja. Naja. Wie gesagt, da möchte ich darum bitten, wenn ihr das seht. Lasst es einfach sein. Und versucht nicht, Salatöl in einen neueren Diesel zu kippen. Das funktioniert bei neueren Dieselmotoren nicht. Bei ganz alten Dieselmotoren funktioniert es einigermaßen, bei neuen Motoren nicht. Lasst es sein. Ihr macht euer Auto lediglich kaputt. Nicht, dass es mein Problem wäre. Es interessiert mich reichlich wenig, was ihr mit euren Autos macht. Nur das ist dumm. Und für alle Nachteil. Also lasst die Dummheiten. Wäre nett. So, was haben wir hier? 2600 Bitrate. Das sieht eigentlich immer noch ganz stabil gut und gut aus. Ja, naja. Naja, naja. Bitrate hier sieht ein bisschen aus, als würde sie strugglen. Naja. Bin mal gespannt, wo die Reise heute hingeht. Hoffentlich weiter. Danke, ich weiß, dass das Dashboard online ist. Gucken wir mal gerade, ob das mit dem Bescheidsagen geklaut hat. Wo habe ich denn mein liebes, gutes, altes Lithuter? Das sieht aus, ja, das sieht fast richtig aus. Ich finde das aber so, ja, es haben auch schon scheinbar Leute drauf geklickert. Zumindest sehe ich, dass meine Aufrufe sich gerade bewegt haben. Ja. Also so schade, dass die Leute, die bei Twitter liken, nicht reinschauen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde zumindest gern mal kennenlernen, wer das ist, der da immer liked. Naja. Madisto. Naja. Heute gibt es keinen Cameo von meiner Katze. Die ist gerade im Wohnzimmer meiner Frau. Also keine von meinen Katzen wird aktuell hier reinkommen. Tür ist zu. Naja. Ah.
Ah, guck mal, meine Bitrate scheint sich zu beruhigen. Naja. Ich würde so gerne, ich kann es nicht, ich würde so gerne mit euch Wonderlands, Tiny Tina's Wonderlands spielen. Es ist einfach, es geht einfach nicht. Es ist mir zu teuer gerade. Ich kann wirklich nicht, aber ich würde es gerne. Ich gebe es wirklich ganz ehrlich zu. Das ist mein Elden Ring. Ich kann mit Elden Ring überhaupt nichts anfangen, aber ich würde zu gern Tiny Tina's Wonderlands spielen. Ah, oh, Grundrüdiger. Mal gucken, wo jetzt meine Reise hingeht. Ich habe ja nach wie vor noch keinen Job. Suche geht zwar weiter. Aber ich bin so zwischen Tür und Angel quasi angesiedelt mit meinen ganzen Problemchen, meinem Problemzöhnchen. Und das will im Moment einfach keiner einstellen. Deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht zumindest irgendetwas zu tun bekomme, was ich mit auf mein Resümee setzen könnte. Zum Beispiel eben das Streamen, was für Social Media Marketing und Management eventuell gar nicht so verkehrt ist, wenn ich da mal so einen ganz lieben kleinen Blick nach Dedelic rüberwerfe. Da sind zwar die Streams auch nicht so breit besucht, wie ich das erwartet hätte, aber das liegt auch mitunter daran, dass Dedelic schon seit einiger Zeit nicht mehr unbedingt so breite Fangames gepostet hat, gepostet, rausgegeben hat. Was ich schade finde, denn die Adventure machen mir persönlich sehr viel Spaß. Aber naja, das ist halt, also die Firma ist ja auch um, ich glaube, exponentielle Stellen größer geworden und gestiegen, zumindest was die Wichtigkeit der Titel angeht. Was kommt denn jetzt? Gollum kommt ja auch, glaube ich, dieses Jahr raus und ist halt schwierig dann, ne? Das ist dann. Naja. Ich hätte mir eher erhofft, dass die Inhouse-Titel ein bisschen aktiver weiterbleiben, aber naja. Wie dem das halt so ist. Tja. Ja, ein paar Minütchen haben wir noch. Alles entspannt. Sorry, guten Tag. Ach, das Kissen von meinem Stuhl. Nee. Wie isst du mich denn jetzt mal los hier? Madre mio. Madre mio, de porco di messer. Das sollte ich eventuell nicht laut sagen. Das habt ihr nicht gehört und das werdet ihr auch nirgends sagen. Und schlagt es bitte nicht nach. Zumindest wurde das damals von meiner Italienischlehrerin immer wieder betont, ihr könnt gerne auf Italienisch fluchen, aber lasst es nicht jeden wissen, was es dann heißt. Denn manche Sachen sind wohl ziemlich anstößig auf Italienisch. Zum Beispiel das. Also wenn ihr jemanden kennt, der sehr religiös ist, sagt das nicht. Vor allen Dingen, wenn er Italienisch kann. Ja. Und nein, mein Italienisch ist mittlerweile so schlecht, dass ich es gar nicht mehr benutzen kann, weswegen ich ja auch in dieser ganzen Bredouille gerade bin. Aber gut. La 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 la. Gibt es denn irgendwas Interessantes bei mir diese Woche, was ich noch erzählen könnte? Beziehungsweise endet letzten Woche. Es waren Leute bei meinem englischen Stream. Also sie haben nicht mit mir geschrieben, aber ich habe definitiv gesehen, dass Leute bei meinem englischen Stream da waren. Ich habe mich voll gefreut danach. Also soweit ich mich halt freuen kann. Das ist ja immer so eine Sache. Aber das war ziemlich cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ich mache das jetzt seit. Lasset mich lügen, ich glaube seit 3 Monaten oder so. Also. Hat was, das Gefühl. Naja. Ich sollte vielleicht mal versuchen, den englischen Stream auf YouTube zu machen. Eventuell bekomme ich da
eine breitere Resonanz. Da bin ich mir aber nicht sicher. Generell, es ist so schwer einzuschätzen, in welchen Sparten und in welchen Riegen das Ganze so funktioniert. Da bin ich leider nicht so fit wie Mossi, der übrigens einen neuen Kanal aufgemacht hat für Nintendo-spezifische Dinge, Konsolen-Dinge, Geschichte, Spiele durch irgendwelche Mario Maker-Level durchrennen Sachen. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Ich bin jetzt nicht der Nintendo-Fan. Ich liebe Nintendo-Spiele bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt ein Franchise beispielsweise, das ich mag, das ist Legend of Zelda. Und alles Weitere ist so, wenn ich es in die Finger kriege, dann spiele ich es. Wenn ich es nicht in die Finger kriege, dann spiele ich es nicht. Okami beispielsweise ist ein gutes Beispiel. Ich liebe Okami. Es ist ein wunderschönes Spiel, was ich vielleicht auch irgendwann mal im Stream spielen werde. Muss ich mal schauen. Aber ich muss das jetzt nicht zwingend für die, was waren das? Wii war das, glaube ich, für die Wii haben. Ich habe das dann irgendwann mal, als ich mir die Wii U gekauft habe, als Beispiel, nicht als Beispiel, als Beiwerk dabei gehabt. Deswegen, und ja, ich habe mir dann irgendwann einmal das Remake davon geholt, beziehungsweise das, die überarbeitete Version für den PC. Und ja, deswegen meine ich, dies werde ich vielleicht irgendwann mal im Stream mit euch spielen. Das könnte vielleicht ganz cool sogar werden. Müssen wir mal schauen. Ja, was so ein bisschen für mich der Bummer gerade ist, ist, dass Horizon so verdrängt ist von Elden Ring. Ich verstehe den Hype dahinter nicht, gebe ich zu. Für mich ist das ein Buch mit 7 Siegeln oder vielleicht auch mit 25. Aber okay, also klar, es ist ganz cool, einen Streamer strugglen zu sehen. Fragezeichen. Aber not so much, I guess. Also ich gucke ab und zu mal bei Funk rein. Aber kann mir auch in der Nase bohren, wenn ich ehrlich bin. Also, für mich als Laie sieht es aus wie ein Dark Souls-Klon. Und nicht mehr. Oder einen Bloodborne-Klon. Und die integrale Geschichte davon finde ich jetzt auch eher so. Gut, ich habe mich jetzt auch noch nicht damit auseinandergesetzt, bevor sich jetzt Leute wieder aufregen. Ich bin kein Freund von George Martin. Ich denke nicht, dass der Mann schreiben kann und dass er schreiben sollte. Man sollte einen Stift sehr weit von ihm weglegen. Aber die Meinung habe ich schon seitdem ich mein Abitur gemacht habe, also schon eine Weile her. Das war noch bevor Game of Thrones cool geworden ist, muss ich dazu erwähnen. Und ja. Ich habe es angefangen zu lesen und ich bin wirklich eingeschlafen. Es war nicht langweilig, es war sterbenslangweilig. Dementsprechend ja. Ich bin ein großer Fan von Fantasy. Fantasy, Science Fiction, sehr gerne. Aber weder das eine noch das andere kann er schreiben. Es gibt ja auch Science Fiction Bücher mit von George Martin. Er schreibt ja auch schon eine Weile, ist ja wirklich schon lange im Geschäft mit dabei. Aber er kann auch nicht mal schlecht kopieren. Alles Hot Takes. Ihr könnt gerne anderer Meinung sein. Ich werde meine Meinung nicht mehr dazu ändern. Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Jahrelang. Ich komme nicht dran. Es ist einfach wirklich Mist. Hochgestapelter Mist. So. 18:59 Uhr. Wir schalten jetzt gleich um. Falls ihr übrigens eine schöne Reihe aus den 80er, doch müsste in den 80ern noch erschienen sein, kann ich empfehlen. David Eddings. David and Lee Eddings. Mit der Belgariad-Saga und der Maloreen-Saga, die zusammenhängen. Und auch die Ritter-Sperber-Bücher sind ziemlich cool. Naja, okay.
Terry Pratchett ist übrigens immer zu bevorzugen. Und ansonsten, wen haben wir denn noch im deutschsprachigen Raum? Walter Mörs natürlich ist auch ein Schriftsteller, wo ich denke, man sollte nicht dran vorbeigehen und die Nase rümpfen, denn Captain Blaubeer ist anders als das, was wir aus der Sendung mit der Maus kennen. Und Tommy Krabbeis, von dem ich, den ich von damals aus 7 Tage, sieben, ach Quatsch, sieben, da, RTL Samstagnacht. 7 Tage, 7 Köpfe. Ich habe mich vorhin über 7 Tage, 7 Köpfe unterhalten, weswegen ich gerade darüber nachgedacht habe. Egal. Ich kenne ihn jedenfalls noch von damals. Nicht persönlich, aber ich kenne ihn da. Und war dann sehr erstaunt, als ich das erste Buch von ihm in den Fingern gehabt hatte, das eine Biografie-Auszug quasi war, aus seiner Zeit als Western-Darsteller. Was super interessant gewesen ist. Ich glaube, für eine Handvoll irgendwas war es. Ich komme gerade nicht mehr auf den Titel. Ich weiß auch gerade nicht. Ich glaube, das ist nicht hier im Regal. Das müsste irgendwo da drüben sein. Egal. Jedenfalls war ich dann auch sehr angenehm überrascht, als ich angefangen habe, mir Mara und der Feuerbringer durchzulesen. Und auch die Ghostsitter-Sachen, die Hörspiele davon sind phänomenal. Die gibt es auch als Bücher. Also falls man Hörspiele nicht mag, kann man es auch lesen. Für Kinder- und Jugendliteratur und auch eigentlich für Leute, die entspannt lesen möchten, ist das einfach nur genial. So, jetzt aber wirklich. Fangen wir mal an, sonst komme ich nämlich heute nicht mehr weiter. Diese Kamera aus, diese Kamera an, das hier an. Haha. Diesmal vergesse ich nicht, den VLC-Video auszumachen und mache dafür einmal den Desktop-Audio an. Perfekt. Und dann fahren wir den fort. Wie der alte Lord. Wenn nicht alles abstürzt. Boah. Was bei meiner alten Klapperkiste aus 2016 bedauerlicherweise nicht zwingend unbedingt abwegig wäre. Möchte daran erinnern, bei unserem ersten Kampf ist der Kampf dann einfach abgestürzt und wir sind hinterher wieder gespawnt. Also wir haben den Kampf dann überstanden, weil mein PC abgestürzt ist, beziehungsweise das Spiel abgestürzt ist. Wollte ich vielleicht dazu sagen. Ja, das macht mehr Sinn. Denn mein PC ist ausgegangen das letzte Mal, als wir den Sturm hatten und in ganz Nordhessen der Strom weg war. Da war der Stream ausgefallen. Falls der Fankraut das sieht oder noch zuschalten sollte, mit dem hatte ich an dem Abend ja auch geschrieben und hatte auch einen React gemacht. Nebenher so ein bisschen geschaut. So, wenn es jetzt gleich geladen hat, dann rede ich auch nicht mehr davon. Gut. Ich weiß nicht mehr genau, was genau jetzt an Questen anstand. Hauptquest machen wir erstmal, glaube ich, nicht weiter. Nebenquest, das alte Waffenlager, können wir noch nicht machen. Jagdgebiet. Unentdeckt, unentdeckt Tutorials. Okay, machen wir nochmal die Tutorial-Sachen, dann kriegen wir. Oder? Stolperfalle. Achso, das kann ich so gar nicht auswählen, ne? Laufen wir dann erstmal ein bisschen einfach durch die Gegend, würde ich sagen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so den Trieb, Jagdgebiete zu machen. Das ist ein Händler. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass wir die Ruine noch nicht wirklich erkundet haben. Ich habe auch wirklich alles an, ne? Ja. Hopp, hopp, hopp. Ich würde auch zu gerne in der Horizon Welt ein. Ah, okay, das war das. Ein Aufbaustrategiespiel haben. Das wäre geil. Oh, was wäre das geil? Verderbnis Gusswurzel. Da können wir mal einen Aufguss machen, aber der bringt dich leider um. Sehr nützlich.
Hopp. Ja, renn lieber weg, ich weiß. Nee. Aber wenigstens hat es diesen Mist jetzt wieder nicht erzählt gehabt. Wow. Ich frage mich, welche Stadt das hier sein soll. Weil einige von den Locations in Horizon sind ja nachmodelliert von real existierenden Plätzen. Ja, nein, Kleiner, alles gut. Ich habe jetzt einen Fuchs erlegt. Das reicht mir erstmal. Hier scheint... Was ist das? Achso, Lager. Nix zu sein. Sag mal, heffen wir denn mal irgendwo irgendwas, was wir noch knacken können? Irgendein Rätsel oder sowas? Knackig, knackig. Da liegt was Totes rum. Warum liegt da was Totes rum? Metallscherben nehme ich gerne an mich. Okay. Was ist das? Was bin ich hörend? Ah. Ein Sägezahn. Irgendwie muss man doch auch diese Dinger überbrücken können. Ja, ja. Das können wir bestimmt. G war das, ne? Und ja, komm mal rüber. Ne, nicht hier rüber. Schnell. Autsch. Okay. Na, komm. Komm. Irgendwo hier müsste... Echt? Wo ist denn die Falle? Da. Ah. Jetzt hänge ich hier natürlich fest, ne? Okay. Das war, glaube ich, nicht so gut, was ich hier gerade gemacht habe, oder? Aber warum war das jetzt nicht... Oh, eine Eisspüle. Warum war das jetzt nicht so hier aufgespannt, wie ich das gerne gehabt hätte? Oh, eine Bushaltestelle, oder? Oder ist das eine Autobahnüberweg hier? Hm. Oh, ein Datenpunkt. Okay. Harz gewinnt Bahamas. Texte, Datenpunkte, Welt, Pressemeldung, Datenbeschädigung partiell. Harz verkündet Sieg im Kampf um die Bahamas. Nassau, 22. Dezember 2062. Okay, das werde ich jetzt mal nicht vorlesen. Falls ihr das in VOD seht, ihr könnt pausieren und könnt dann selber lesen. Ich werde das im Moment aus Gründen nicht laut aussprechen. Oh, hör auf zu regnen. Knarz. Gnadelwarz. Ach ja.
Ein weiterer toter Sägezahn. Warum ist hier ein toter Sägezahn? Das war ich nicht. Sonst wäre der schon längst gelutet gewesen. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Es hört bestimmt gleich auf zu regnen. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste, glaube ich, ans Lagerfeuer gehen und Zeit verstreichen lassen. Boah, das mit dem Auto. Okay. Ich habe schon wieder irgendwas gehört, aber ich weiß nicht was. Okay. Yep. Oh, ah. Ein Schwildbein. Ein Fuchs. Ansonsten. Da hinten ist eine Ratte, da ist ein Pfau. Ganz viele normale Tiere, aber dafür keine Maschinen. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch ein Special versteckt. Und nicht nur altes Metall auch und ein alter Kranz. Schön. Ruckel, ruckel. Warum du ruckeln? Lass das. Luftige Lage. Ist aber nicht ganz meine Lage hier. Ist nicht ganz das, was ich mir unter einer Wohnung vorstelle. Ist mir zu zugig nach oben. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich möchte mir sehr viel Zeit mit diesem Spiel hier lassen. Das heißt, ich werde auch sehr viel Zeit auf Erkundung setzen. Weil ich sehr lange darauf gewartet habe, dass ich das Spiel überhaupt spielen kann. Ne? Also, ich denke, das ist mittlerweile alt genug, damit man die Story so insgesamt schon mal gesehen haben könnte. Und wer das einfach mit mir zusammen... Ich hatte doch recht, ne? Das ist so eine... Oder ist es eine Tankstelle? Nee. Doch, das ist eine Tankstelle. Krass. Heftig. Ist aber keine... Ist aber keine Red Rocket, ne? Mann, ey. Ich will nicht alles auf die Hallen umstalten. Ah, ich glaube, die Kirche habe ich mir schon angeschaut, ne? Boah, das ist ein wildes Auf und Ab meiner Bitrate. Ah, naja. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Laufen? Ich gehe jetzt nicht sonderlich systematisch vor, habe ich das Gefühl. Nora Jagdgebiet, Läuferareal. Aha. Teufelsdurst. Wenn ich das jetzt irgendwie so markieren könnte. Kann ich sie vielleicht überbrücken? Hi. Oh, ich hoffe, das reicht als Deckung. Ja. Fein.
Okay. Mal schauen. Meine Position ist aufgeflogen. Was? Oh. Again. Komm her. Okay, wir haben uns besser geschlagen, als ich dachte. Hi. Bye. Oh, das sind zwei. Mit dem Verstecken sollte ich mir noch mal besser aneignen. Okay. Ich glaube, die sehen uns jetzt erstmal nicht. Ich komme hier raus. Ja. Meinst du? Ja. Kommen wir mal zurück? Ich glaube nicht, ne? Kommen erstmal nicht zurück. Ja. Die sind offen ersichtlich für alle. Das ist nicht so gut. Was ist das? Lagerfeuer, aha. Wächter, Wächter. Oh, ein Datenpunkt. Ich glaube, ich mache das irgendwann mal, dass ich einfach alle Datenpunkte mal so durchgehe. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal. Obwohl, ja doch, ich glaube, es gibt einige, die das cool finden. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Okay. War der Ton kurz weg? Neue Maschine als Notiz angelegt. Okay. Huch, was ist denn jetzt los? Warum ist denn das hier so ladeintensiv bei dem Langhals? Dieses Mal nicht, Schätzchen. Schätzchen, okay. Manche Übersetzungen finde ich irgendwie merkwürdig. Wir haben einen kleinen Maschinenkern gefunden. Sehr schön. Ach. Die sind so cool, die Langhälse. Wo war denn dieses komische... Mit dem, dieser Würfel. Würfel, wo bist du? Ja,
Hier ein Lagerfeuer. Unser Jagdgebiet. Ich speichere mal. Wir hatten doch hier irgendwo eben so einen Würfel gesehen. Aber wo war das? Nein. Hier ist der Langhals. Okay. Definitiv scheint gerade irgendetwas nicht richtig zu laden oder sehr stark. Weil ich höre den. Ich will den Rechner eigentlich nicht arbeiten. So. Altes Gefäß. Teufelsdurst. Panorama. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind hier. Moment, ich kann ja einen normalen Wegpunkt setzen, ne? Da. So. Oh. Keiner mitbekommen. Hallo. Das war schlecht. Falsch gedacht. War das ein Volltreffer? Ich glaube, das war ein Volltreffer. Nehmen wir uns mal alles an. Nehmen wir uns den mal an, was hier so liegt. Und holen uns die Tasse. Der jetzt gerade so viel gestruggelt, weil da so viele Gegner geladen worden sind. Irgendwo hier in diesem Areal liegt diese Tasse. Ich gehe fast davon aus, irgendwo hier. Sehe ich etwas? Sehe ich nichts? Ich sehe gerade nichts. Nein. Ich bin aber jetzt auf der richtigen. Moment.
diese Richtung. Was haben wir denn hier? Blümchen. Blümchen sind gut. Es muss ja irgendetwas sein, wo es rausragt, hochragt, angezeigt wird. Yep. Wie eben da die Blümchen. Jetzt wieder aus dem Bereich raus. Nein, gerade so drin. Diese Maschine kann ich nicht überbrücken. Erst muss ich mehr über sie erfahren. Ich auch gerade gar nicht überbrücken. So. Krase. Keine freundliche Maschine, ist leider feindlich. Naja. Bevor ihr zu suspicious werdet, gehe ich mal wieder. Oh, liebes Tassilein, wo könntest du denn nur sein? Da oben drauf irgendwo? Kommt man hier irgendwie hoch? Ich glaube nicht. Nö. Nee. Oi, nee. Nee. Der schnellste Weg nach unten. Ist fallen oder was? Oder wie? Hier ist auch das Ende vom Einzugsgebiet. Okay. Vielleicht hier irgendwo was drunter. Also, ich sehe nichts, was da oben drauf wäre. Das ist auch kein Kletterding, aber ich kann da hochspringen. Ja, gut, okay. Da kann ich mich aber nicht festkrabbeln. Ich sollte mich nicht zu sehr hier auf der Seite festbeißen, glaube ich. Und nimm es mal hier drüben. Bin ich noch im Bereich? Die Richtung dann. Jetzt bin ich wieder aus dem Bereich raus. Okay, es muss irgendwo hier sein. Okay. Alles klar. Wir haben einmal ein bisschen gelevelt. Was bist du? Lohe. Das ist der Lohe in Green. Hier drinne vielleicht dann. Nein, hier ist es nicht drinne. Erstaunlich. Ah. Oh. Das doch irgendwo oben drauf. Ich habe jetzt alle Maschinen ausgeschaltet. Ja, grüß dich, mein Lieber. Na, wie geht's, Leon?
darf doch Leon sagen. Wenn nicht, mögest du mir bitte sagen, ob du dich mit Pfannkraut dann lieber fühlst, wohler fühlst. Und ich suche gerade eine Tasse. Also ich meine, meine habe ich hier, aber... Wo bist du, du kleine Tasse? Altes Gefäß. Panorama. So eine Minimap im Bild wäre nicht schlecht. Ja, dann irgendwo bei den Gebäuden sein. Ne? Tja. Ja, weißt du was? Ich mache jetzt mal einmal ganz kurz, ganz gepflegt den Discord aus. Und dann gucken wir mal, ob das eventuell dieses Nachladen aussetzt. Oder ich bin hier schon wieder so lange am Machen, dass die Gegner bald respawnen. Weh. Ich sehe aber auch nichts, was irgendwie aussieht wie eine Kiste oder so. Ist ein Blümchen. Hier geht's nochmal hoch. Boah, das ist doch schön. Hey, ich meine, du hast ja, glaube, von deinem Spaziergang im Schwarzen Walde ein Bild gezeigt, nicht? Beziehungsweise geschickt. Da habe ich mich dann ganz spontan an meine ehemaligen Bekannten aus dem Schwarzen Walde erinnert gefühlt. Sag mal, irgendwo hier musst du doch sein. Oh, ist doch schön. Ist doch gut. Huch. Bubu machen ist immer eine ganz gute Sache. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit. Sehr zum Leidwesen meiner Frau. Ich sehe einfach keine Kiste. Irgendwo in der Krokelage, würde ich sagen. Bin ich noch im Bereich drinne? Ja. Ah. Vor allen Dingen, wenn es den Doggo freut, ist da auch immer gut, ne? Aber das kann ich schon durchaus verstehen. Huch, das Spiel ist leider abgestürzt. Schon wieder. Hallo? Dann lass mich wenigstens neu starten. Dankeschön. Na gut, na jetzt einen Moment Zeit. Ach ja. Ich sag's dir, Leute mit einer guten CPU haben keine Ahnung, wie gut es ihnen geht. Fortfahren, bitte. Was steht?
stimmt, ich muss gleich noch Schwedisch lernen. Hey, hab ich fast vergessen. Was haben wir jetzt hier? Ja. Okay. Na komm. Lad schneller. Das heißt, die ganzen Gegner sind wieder da. Ich möchte doch nur die Tasse finden. Aber wo könnte die denn sein? Altes Gefäß. Hey. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du Schwedisch kannst. Könnte die sein? Ah. Gerade sagen. Schon wieder? Was ist denn das? Tja. So, bin ich schon im Bereich drin? Nein. Der Bereich ist da drüben. Ich kann auch noch nicht viel. Von daher, es reicht definitiv noch nicht wirklich für eine richtige Konversation aus. Von daher ist das auch nicht ganz so schlimm. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr schon gelernt, aber so eine Sprache, wenn die richtig sitzen soll, dann dauert das auch einen Moment. Weißt du denn auch, wie man Tschüss sagt? Müsstest du eigentlich, wenn du zugehört hast, schon das eine oder andere mal mitgekriegt haben. Ich sage immer auch auf Schwedisch Tschüss. Ah. Hatte ich die Tasse schon aufgesammelt gehabt und ich habe es nicht gemerkt? Durchläuft. Müsste aber eigentlich. Eindruck hinterlassen. Ja. Hey, Dor. Also es sind zwei Worte, nicht eins. Moment. Ich denke auch. Wir sind sehr unauffällig hier. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ja.
Sollte das nicht machen. Aber das Spiel stürzt bestimmt auch gleich wieder ab. Natürlich habe ich die Falle wieder falsch gesetzt. Aber nein. Säbelzähne mag meine CPU nicht. Ich weiß allerdings nicht warum. Geh da mal darüber. Genau. Das. Nein. Ich möchte... Ah. Dann... So. Ja. Na komm, noch ein Schritt. Dein Ernst. Na komm. Oh, ah. Okay. Alles klar. Gut. Oh. Was war das denn gerade? Aber ja, das, hat schon ein bisschen was von Blue Man Group, das stimmt. Auch wenn ich mich beim Kämpfen echt bescheuert anstelle. So, ich bin im Tassenbereich. Ja. Sehe aber erstaunlich wenig Tassen. Das Bedauerliche ist, die habe ich ja schon geklatscht eigentlich. Hassi. Hasenbaby. Da sind die Gräber da drüben. So. Wo zum Henker ist jetzt die Tasse? Erstaunlich wenig, was da hochragt. Und ich kann hier auch nirgends richtig drauf, wenn ich das richtig sehe. So. Ne, da komme ich nicht hoch. Hm.
Wer hätte gedacht, dass ich meinen ganzen Stream damit verbringe, nach einer Tasse zu suchen? Aber hey. Was tut man nicht alles als Sammler? Okay. Wir sind relativ weit jetzt nach oben gekommen und rutschen auch direkt wieder runter. Ich sehe wirklich nichts. Irgendwo im Wasser? Ne, das kann eigentlich auch nicht sein, ne? Obwohl, ne? Nee. Man nennt es das große runde Nichts. Das kennen wir alle, glaube ich, ganz gut. Wir sind alle sehr seltsam. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass Mossi einen neuen Kanal gestartet hat? Ich werde das später ausschütteln. Ist mir jetzt Mostendo oder irgend sowas hat er es, glaube ich, genannt. Es erstreckt sich bis da drüben eigentlich drauf. Also eventuell. Are you serious? Are you serious, Black? Mensch. Unfasslich. Da ist es. Okay. Was ist das andere? Da ist noch eine Tasse. Wir gehen jetzt erstmal schnell zum Lagerfeuer. Hopp. Hopp. Speichern, bevor das Ganze hier wieder abstürzt. Gleich nochmal wieder Pfeile herstellen, merke ich. Und ich glaube, die Kollegen hier vorne müsste ich dann auch nochmal neu scannen, ne? Gut. Lagerfeuer. Lager. Okay. So. Das Panorama. Metallblume ist hier drüben. Da bin ich nur ein paar Meterchen von weg. Dann reisen oder gehen wir doch mal zum Panorama hin. Ja, hier in der Richtung. Oh no. Aber heute ist ja echt schlimm mit dem Laden hier. Shoot. Freust dich denn schon morgen auf Annas Quest? Schätze mal, morgen oder Donnerstag werden wir es durchhaben. Schauen, mit welchem ich dann vorne auf der Suche nach Altmetall. Weitermachen. Dein Ernst?
Na komm her. Okay. Noch mehr hier. Sieht nicht so aus. Ja, du hast Anna gehört. Annas Quest. Und ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass wir morgen oder am Donnerstag das Ende erreichen werden. So. Ah. Ich glaube, das liegt an dem Großen hier. An unserem großen Freund. Am Langhals. Das ist so am Nachjuckeln ist beim Laden. Guck, da sehe ich einen Datenpunkt. Okay, wie gesagt, das werde ich im Moment nicht laut lesen. Du, ich kann nichts dafür. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht dauert es auch noch ein bisschen. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir schon einen guten Teil vom Spiel erkundet haben. Jetzt bin ich im Tassenbereich hier. Nee, 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 nee. Ich möchte wissen, wie das mit dem Panorama funktioniert. Ja. Nehme mal an, dass ich erst etwas finden muss, was zum Scannen gedacht ist. So, hier sind wir rein. Wie lange habe ich eigentlich noch? Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe heute. Mist. Ja. Aber ich bin auch guter Dinge für ein anderes Adventure dann, was dann kommen wird. Zum einen laufen Adventure ja bei mir ganz gut auf dem Rechner und zum anderen machen sie auch Spaß. Folgedessen ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Boah, zock. Warum tust du das? Warum tust du mir das an? Da ist was. Behälter, alte Trümmer. Alles klar, dann gucken wir das doch mal. Da muss ich klettern. So, wo war das jetzt? Behälter, alte Trümmer. Vorratskiste. Alles klar. Da werde ich auf jeden Fall noch nachgucken. Und wenn wir das hier abgehakt haben, dann mache ich vorher auch erstmal dann wieder Schluss. Oder alte Schulz. Ich glaube, ich muss mal von vorne anfangen zu klettern. Alter Ir. Der alte Ire. Ja. Wo
crouchen gerade. Oh, dann, muss ich da lang? Ich glaube ja. Zack. Immer der Schild. Kennst du noch Vampy von RTL 2? Wo nachmittags dann immer Animes gelaufen sind. Deutsche übersetzte Animes. Da war ja immer ein Schulz dabei. Dicker Linke, die kann bürsten, dicker Linke. Ich hab doch gerade gesehen, drücke E. Hä? Ich habe E gedrückt. Ich bekomme aber kein Audio. Apokaschitz Zone Tour Tag 4. Kaum zu glauben, dass Metallurgic International hier sein Hauptquartier hatte, in dieser tristen, alten Ziggurat. Wyatts Büro war im zweithöchsten Stock. Wenn M-Int eine Regel gegen Romanzen am Arbeitsplatz gehabt hätte, er hätte sie verfasst. Okay. Hat er das jetzt abgehakt? Ja. Okay. So. Dann machen wir uns nochmal eben zum Lagerfeuer. Ein Käfig voller Helden. Helden wie du und ich. Muss ja mal Stengelfeld anhören. Ist auch super. Hui. Au, au, au. Okay. Effektiv unten angekommen. Darf hier nicht durch. Na gut. Hups. Darf ich hier raus? Nein. Aber hier darf ich bestimmt raus. So. Lagerfeuer, wo bist du? Ah, ich sehe dich. Ja, Schwerkraft, mein alter Feind. Ich glaube, ich bin tatsächlich für Profispieler der furchtbarste Albtraum, den man haben kann. Aber ich habe Spaß. Hauptsache, die Leute, die mir zuschauen, haben auch Spaß. So. Alles klar. Ja, bisschen außer Booster. Ah. Jo. Ich möchte beenden. Ich muss beenden. Oh, und ich muss ja noch einmal lernen. Keine Ahnung. So. Ditte aus, Ditte aus, Ditte an. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen Mittag zum wunderschönen Abenteuer Anna's Quest von Dedelic. Und ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Restabend. Arrivederci, ciao, bye bye, hey Dua. Und lasst euch gut gehen. Bye bye.